Krebsforschung gibt es seit über einem Jahrhundert. Doch noch immer gibt es kein allumfassendes Heilmittel. Ein vielversprechender Ansatz sind personalisiert hergestellte Therapeutika, die aber noch sehr teuer sind. Deshalb hat das Biotech-Unternehmen Miltenyi den gesamten Herstellungsprozess automatisiert. Ortstermin Bergisch Gladbach. Im 19. Jahrhundert grub man hier noch nach Rohstoffen für das industrielle Zeitalter. Heute ist hier Hauptsitz eines der führenden Biotech-Unternehmen weltweit. Wir sind bis zum heutigen Tage definitiv eine forschungsgetriebene Firma. Und unsere Innovationskraft beschränkt sich aber jetzt nicht nur auf einzelne Felder, sondern wir haben viele unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen hier im Haus. Das eröffnet natürlich unglaubliche Wachstumschancen. Mein Name ist Norbert Henschel. Ich bin der kaufmännische Geschäftsführer der Miltenyi Biotech. Unter anderem forscht Miltenyi im Bereich der personalisierten Immun- und Gentherapie. Das könnte ein Durchbruch in der Krebsheilung sein. Doch das Verfahren ist kostenintensiv. Bis zu 100 Arbeitsschritte sind pro Patient notwendig. Wir sehen hier unsere hausinterne Cell Factory, unsere Herstellstätte für Zelltherapeutika. Das läuft auch real gerade ein Prozess. Das heißt, das Blut ist tatsächlich jetzt in den Prozess eingegangen. Wir sind gerade bei diesem Schritt, die Zellen werden durch die Schläuche gepumpt. Immunzellen werden aus dem Patientenblut gefiltert und lernen, Krebszellen zu erkennen. Zurück im Patientenblut können sie Krebszellen gezielt bekämpfen. Es gibt tatsächlich Fälle, in denen Patienten dann innerhalb weniger Wochen geheilt werden, der Krebs also verdrängt wurde durch das körpereigene Immunsystem und die Patienten dann relativ zeitnah das Krankenhaus auch verlassen können. Wirtschaftlich besonders spannend ist, dass Miltenyi als erstes Unternehmen weltweit diesen Prozess automatisiert hat. Es gibt derzeit von keinem anderen Unternehmen ein ähnliches Gerät, das in der Lage ist, den gesamten Herstellprozess von der Separierung der T-Zellen bis zu den fertigen Zellen, die in den Patienten gehen, auf einer Maschine durchgängig laufen zu lassen. Riskant war die Entwicklung trotzdem. Die Anfänge der Cell Factory waren natürlich schon zu einem Zeitpunkt, wo die kommerzielle Seite noch lange nicht absehbar gewesen ist. Wir als immer noch forschungsgetriebenes Unternehmen haben zu dem Zeitpunkt wirklich den Patientennutzen allein gesehen. Da gab es keinen Businessplan in irgendeiner Richtung. Wie müssen wir das aufsetzen? Was müssen wir da investieren? Eine Strategie, die sich durch die 30-jährige Geschichte des Unternehmens zieht. Von heute 3.200 Angestellten arbeitet ein Viertel in Forschung und Entwicklung und erzielte 2019 so einen Umsatz von 473,7 Millionen Euro. Im Marktumfeld ist Miltenyi jedoch eher ein Ausnahmeunternehmen in Deutschland. Schaut man sich mal das Umfeld der modernen Zell- und Gentherapien an, dann muss man ganz klar sagen, da ist USA als auch China, das sind die führenden Nationen. Bestehende deutsche Biotech-Unternehmen wachsen zwar solide, es wird aber immer weniger gegründet. Es fehlt oft Risikokapital, gerade im Vergleich zu den USA. Dabei gilt die Biotech-Branche als Wachstumsmarkt der Zukunft. Die Nachfrage nach diesen Produkten ist heute schon relativ groß. Sie ist größer als das Angebot. Und von daher ist das gerade eines der großen Fragestellungen in der Branche. Wie kann man Kapazitäten erhöhen und die Preise deutlich nach unten bringen? Preise für ein Produkt, das für viele lebensrettend ist.